Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Reihe. Mir hat das Vorlesen sehr viel Spaß gemacht, jetzt in meinem literarischen Adventskalender auf der Seite Kultautor Micky Wiese. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das einfach weiter, aber jetzt von der DGPP-Seite aus, Deutsche Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie, weil nämlich das Jahr 2019 ein Jubiläumsjahr ist. Im Jahr 2019 wird ein grundlegendes Werk der positiven Psychotherapie von Nosrat Pezeshkian 40 Jahre alt. 40 Jahre lang der Kaufmann und der Papagei. Und da habe ich vor, jeden Tag einfach eine kurze Geschichte zu lesen. Und ihr könnt dann eure Erfahrungen oder eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben und vielleicht kommen wir dann auch darüber ins Gespräch. Denn ins Gespräch zu kommen, das war Nosrat Pezeshkian, meinem lieben Lehrer, immer sehr, sehr wichtig. Und er ist ja ein Iraner gewesen und der Iraner entspannt, so schreibt er in seinem Vorwort, anders als westliche Leute. Ja. Im Orient entspannt sich der Ehemann, wenn er abends nach Hause kommt und seine Frau bereits einige Gäste, Verwandte, Freunde der Familie oder Geschäftspartner eingeladen hat. Durch die Unterhaltung mit den Gästen fühlt er sich entspannt. Frei nach dem Motto, Gäste sind eine Gnade Gottes. Und in diesem Sinne muss ich immer wieder sagen, lieber Nosrat, steckt tief in mir wahrscheinlich doch auch eine gehörige Portion einer iranischen Seele. Und das tragende Motiv für die Arbeit von Nosrat Pezeshkian war ja der transkulturelle Ansatz und ist es bis heute, der sich ihm natürlich aufgrund seiner persönlichen Situation erschlossen hat, als Iraner in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Und genauso nahe lag mir, sagt er, die Verwendung orientalischer Geschichten als Hilfsmittel, Medien und Kommunikationshilfen in seinem Fachgebiet der Psychotherapie. Ein weiteres Anliegen war die Verknüpfung von Weisheiten und intuitiven Gedanken des Orient mit den neuen psychotherapeutischen Methoden des Okzident. Geschichten mit ihrem spielerischen Charakter, ihrer Nähe zur Fantasie, Intuition und Irrationalität stehen in offenkundigem Gegensatz zu den zweckrationalen technologischen Vorbildern der modernen Industriegesellschaft. Deren Leistungsorientierung ruft Widerspruch auf den Plan. Leistung wird offenkundig bevorzugt. Die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen steht im Schatten. Verstand und Vernunft gelten mehr als Fantasie und Intuition. Dieser geschichtlich-kulturell bedingten Einseitigkeit können wir dadurch begegnen, dass wir zusätzlich zu unseren Gewohnheiten andere Denkmodelle und Spielregeln menschlicher Beziehungen in unsere Vorstellungswelt einbeziehen. Auch solche, die in einem anderen historisch-kulturellen Rahmen entstanden sind, und das ist eben der transkulturelle Ansatz. Ein Weg der Fantasie und Intuition in der Selbsterfahrung und Lösung von Konflikten mehr Raum geben will. Und diesen Weg sah Nosrat Pezeshkian eben in den Geschichten, Mythologien, Parabeln und Konzepten. Er hat dies grundlegend hier beschrieben in seinem Buch Der Kaufmann und der Papagei und natürlich eine Unmenge an Geschichten, die er dort veröffentlicht hat, zusammengetragen hat. Die erste Auflage erschien im März 1979 und wenn ich mal so überschlage und ich würde jeden Tag eine Geschichte lesen, dann kann diese Reihe durchaus bis zum März 2019 anhalten und so dann auch würdig dieses Jubiläum begehen. Ich lese noch ein kleines Stück, das er im dritten Kapitel 1001 Nacht geschrieben hat. Geschichten waren ein Element der Volkspsychotherapie, die sich seelischer Konflikte annahm, lange bevor Psychotherapie eine wissenschaftliche Disziplin wurde.
Es gibt eine Unzahl von Beispielen dafür, wie Geschichten als Lebenshilfe, im weitesten Sinne sogar gezielt als Psychotherapie Verwendung fanden. Wohl das bekannteste dieser Beispiele ist die Geschichtensammlung Tausend und eine Nacht, deren Rahmenhandlung von der Heilung eines psychisch erkrankten Herrschers mit Hilfe der Geschichten berichtet. Sie steht unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Da ist einmal die schließlich erfolgreiche Behandlung des kranken Sultans durch die kluge Schahzad. Zum anderen sind ihre Erzählungen Behandlung der Zuhörer und Leser, welche die Inhalte der Geschichten aufnehmen, ihre Lehren daraus ziehen und sie in ihre Gedankenwelt einverleiben. In gleicher Weise wirken auch andere Geschichten, mögen sie dem orientalischen, europäischen oder einem anderen Kulturkreis entstammen. Geschichten, Märchen, Mythen, Fabeln, Parabeln, künstlerische Produktionen, Dichtungen, Witze etc. sind neben dem Wert, den sie lar pour lar für sich selbst haben, Medien und Werkzeuge einer Volkspsychotherapie und einer Volkspädagogik, mit denen sich Menschen bereits lange vor der Entwicklung der Psychotherapie geholfen haben. Die Frage, die sich mir stellt, sagt Nosrat Pezeshkian, lautet: Lassen sich diese Möglichkeiten nicht auch gezielt, bewusst in der psychotherapeutischen Konfliktverarbeitung und der Selbsthilfe anwenden, ohne dass sie als Kinderkram oder nostalgische Raritäten mit Liebhaberwert abgetan werden? Und wie man aus seiner Arbeit sehen kann, die jetzt so lange schon erfolgreich in Deutschland und überall auf der ganzen Welt durchgeführt wird, kann man sehen, dass es funktioniert hat und dass es funktioniert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Abschluss des alten Jahres und einen guten Beginn in das neue Jahr. Und morgen werde ich dann die erste Geschichte vorlesen und ihr könnt euch dann dazu äußern, wenn ihr wollt, natürlich. Auf jeden Fall aber hoffe ich, dass ihr ganz viel Segen und ganz viel Selbstheilung und ganz viel neue Gedanken und neue Perspektiven aus diesen Geschichten ziehen könnt. Der gute alte Goethe hat übrigens schon gesagt: Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und das kann ich natürlich auch als Freund von Jesus sagen, denn Jesus kommt ja auch aus dem Orient und ich bin sein Freund aus dem Okzident und auch das ist einfach nicht mehr zu trennen. So ist es, ihr Lieben. Dann einen schönen Tag. Dir auch, lieber Elke, du hast zugeguckt. Wunderbar. Und bis morgen. Tschüss.